Willkommen zurück zu Cave Story. Yippie! Oh, ich habe die ganze Woche schon diese Melodie immer wieder als Ohrwurm. Ist echt übel. Richtig gut. Nein! Okay, da komme ich gerade nicht hoch. Dann werde ich nochmal eben zurückgehen. Hab ich was abgekriegt? Ja, ein bisschen. Okay, egal. Ich habe das Ganze ja gerade mal nachgestellt. Da habe ich vergessen, diese Gespräche hier zu führen. Deswegen mache ich das jetzt noch gerade mal eben. Und dann ist natürlich die naheliegende Lösung, zu dem Roboter zu gehen, der die Sprengstoffe bauen kann, um die Tür aufzusprengen. Deswegen frage ich ihn jetzt einfach mal, was der dazu meint. Er hat da bestimmt eine Lösung parat. So, hier. Ja, ich hätte gerne eine Bombe. Genau. Ja. Ich bin eine gute Person. Verstanden. Ich mache dir eine wunderbare Bombe für dich. Und dann sprengen wir die Tür in kleine Teile. Aber er braucht Bombenmaterial. Das ist Holzkohle, Quallensaft und Gummibasis. Ja, Quallensaft. Ich habe das die letzten Male ein paar Mal blöd übersetzt. Es sind Quallen, nicht Tintenfische oder sowas. Und Gummibasis, genau. Und sobald ich das alles bringe, macht er die Bombe. Sag ich jetzt dem Bescheid? Oder hole ich erst die Quallenbasis, den Quallensaft? Ich glaube, ich hole erst den Quallensaft. Na? Na? Nee? So, jetzt aber. Ja. Ups. Ah, ich bin wieder ein bisschen raus. Ich habe ein paar Tage nicht gespielt. Aber, oh, geht noch. Ich war schon schlechter. Ups. Nein. Du fliegst nicht von oben auf mich drauf. Das gewöhne ich hier ganz schnell ab. Die da interessiert mich ja gerade nicht. Die da sind im Weg. Habe ich Raketen? Ja, sind voll. Ups. Nein! Nein, nein! Boah, ist das gut, dass man kurz unverwundbar wird, wenn man getroffen wird. Sonst hätte ich da jetzt voll... Ich wäre jetzt voll gestorben. Na? Ups, nein, keine Rakete. Rakete ist für die Oberqualle. So, da habe ich doch schon wieder 19. Wunderbar. Die da ist weg. Oh, schön. Raketen. Jetzt werde ich aber noch nicht die große Qualle treffen, sondern aus Versehen runterlaufen. Na, dann eben doch. Die Rakete will ich. Na, einmal noch. Nochmal. So. Yay, Quallensaft. So, wo kriege ich jetzt Ding her, ne? Hier... Die Holzkohle. Der Santa, der hatte ja auch Feuer im Kamin. Vielleicht kriege ich die ja daher. Und es gibt ja im Dorf nochmal ein Feuer. In der Versammlungshalle. Dort ist ja auch Zeug. Hinten dran. Deswegen was zu sagen. Ah, Tatsache. Ja, dann will ich den hier benutzen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Wofür brauche ich Holzkohle? Für eine Bombe. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich jetzt zuerst zurück in die Stadt gehen soll. Um zu gucken, was hinter dem Kamin wartet. Oder ob ich einfach sagen soll, okay, ich mache das dann nachher. Wenn ich sowieso da nochmal vorbeikomme. Ups, das war die falsche Waffe.
Raketen habe ich 15. Ja, hab's. Erfahrungsmanagement ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber Munition ist auf jeden Fall wichtig. Kann mir keiner was erzählen. 19, 20, wunderbar. Das war knapp. Ging noch. Du musst weg und dann. 1, 2, 3. Wunderbar, diesmal sogar ohne Schaden. Yay! Qualsaft. Jetzt fehlt nur noch das Gummi. Wo gibt's das? Na, ist vielleicht ganz hinten. Sonst kann ich ja nirgends hin, ne? Mal den Feuerball, bitte. Ich mag den Feuerball. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie mag ich den. Und die Musik, die ist auch toll. Ah, ich muss ja da gar nicht mehr durch. Zumal ich eine Qualensaft ja auch gar nicht mehr hätte. Ich kann einfach hier rüber. Sollte ich speichern? Bevor ich hier wieder drauf gehe? Ach was, wird schon schief gehen. Komm nicht hoch. Wahrscheinlich hätte ich speichern sollen. Kriege ich den von hier? Und da. So, ausweichen. Jetzt nicht da unten reinfallen. Gut. So, ich habe alles, außer das Gummi, aber jetzt möchte ich speichern. Hier will ich dann doch speichern. Und die Raketen mal eben noch auffüllen. Jawohl, speichern. So. Jetzt brauche ich das Gummi. Wo kriege ich das Gummi her? Ich rede mal noch kurz mit dem Roboter. Vielleicht sagt er irgendwas, wenn ich jetzt schon zwei von den drei Zutaten habe. Genau. Ja, Holzkohle. Ding und Ding. Das habe ich alles schon, außer das Gummi. Okay. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich das Gummi herkriege. Die Gummibasis, um genau zu sein. Also wahrscheinlich eher Kautschuk. Ja, da die gute Übersetzung. Das war Glück. Mhm. Hey, der ruft was. Mhm, das könnte funktionieren. Und ich sammle die Materialien. Genau. Warte mal, hast du Gummi gesagt? Warte mal eine Sekunde. Da war wieder mein Bildschirmschoner. Ich habe mal gerade ausgemacht. Ja, nimm das. Oh, ein Gummischlüssel. Aber ein Gummischlüssel. Der war an der Wand gehangen. Da steht. Achso, da steht Gummi drauf. Da muss eine Verbindung sein. Ich verlasse mich auf dich, Mann. Klar, da muss eine Verbindung geben. Zufällig hängt hier ein Gummischlüssel. Oh, was? Da ist noch einer. Den habe ich nicht gesehen. Die Sau. Nein! Gott, wie stelle ich mich denn gerade an? Hier gerade mache, ey. Diesmal liegt es nicht an meiner Gier. Ich war einfach zu blöd gerade. Habe ich gespeichert? Nein. Ach, wird schon schief gehen. Wunderbar. Dann speichere ich eben hier. Bevor ich werde ja jetzt hier über die Stacheln springen, so wie das aussieht, zweimal. Da hätte ich dann gerne doch ein Safe Game. Für alle Fälle. Oh, da kann ich mich heilen. Wunderbar. Noch nicht mal runter wieder dafür. Nein! Genau das meinte ich. Gut, immerhin bin ich nicht in die Stacheln reingeflogen. Aber knapp fast trotzdem. Hey, auf Anhieb. Also beim dritten Versuch. Ich mag den Feuerball. Eine Truhe. Yay! Da ist sie doch. Cool. Dann können wir jetzt zurück und die Bombe bauen. Hallo Hexe. Misery war's, oder? Wird davor nicht gemerkt, aber bist du nicht ein Soldat von der Oberfläche? Ja, ich habe keine Ahnung, wer ich bin. Sie hatte keine Ahnung, dass es da noch welche gibt. Ach, der da schon wieder. Misery, genau, die Hexe. Pass auf, der ist ein Kämpfer. Strenger als ein Mimiga sogar. Ey, ach was.
Soldaten sind deine Aufgabe. Komm zurück, wenn du den hier zerschmettert hast. Ups. Oh, na, ich glaube, das hätte ich nicht übersetzen brauchen. Ja, dem mache ich ja gar keinen Schaden. Ups. Den Level hätte ich gerne wieder. Kann ich da gerade machen? Ja, da hätte ich da gerne Raketen drin. Okay. Das kleine Vieh soll bitte weg. Ich muss ihn also hier rüber noch so ein bisschen. Sonst komme ich da nicht gut rüber. Dann, ups, würde ich den gerne wieder hochleveln. Ja. Da müssen Raketen rein, ne? Das Leben hätte ich gerne. Ist da auch. Nein, nicht schon wieder Level down. Uiuiui. Ich will Level 3. Und das Leben will ich. Wow, was ist hier los? Immerhin weiß ich ja jetzt, ich bin unverwundbar. Kurz nachdem ich Schaden bekommen habe. Ich frage mich, ob ich das benutzen kann. Das ist mein Vorteil, indem ich zum Beispiel absichtlich von einem kleinen Viech Schaden nehme, damit das Große mir nicht so viel Schaden macht. Aber ich weiß nicht, ob ich. Vielleicht kriege ich auch gleich viel Schaden von großen und kleinen Gegnern. Habe ich noch nicht überprüft. Ach nee, hier ist auch Raketen rein, genau. Leer, verdammt. Und dann eben doch der da. Ach so. Ja, das war ein Versehen. Kurz Schwung holen. Jawohl. Feuerball. Wieder zurück. Oh, und jetzt. Was? Ich hatte gerade eine Rakete. Nein. Komm schon. Nein, noch einmal. Wieder Feuerball für die kleinen Viecher. Jetzt kann ich leveln. Und leben. Hui! Das war der erste richtig schwere Bosskampf. Auch so richtig schwer. Die anderen waren ja bisher lächerlich. Yay, Balrog besiegt. Zum dritten Mal, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, das Leben ist jetzt weg. Schade. Aber ich habe übrigens zwischendurch nochmal mit der Steuerung gespielt. Ich habe jetzt die Karte sinnvoll gelegt. Und ich habe das Inventar gefunden. Da sind die Waffen drin und da sind die Items drin. Und man sieht hier, Quallensaft, Gummibasis, Gummischlüssel, Gummibasis, Arthurs Schlüssel, rostiger Schlüssel, Kohle, Holzkohle. Und weil es so schön war, will ich hier echt nochmal speichern. Nicht, dass hier echt noch irgendwas schief geht oder so. Ich glaube da oben, genau, da kann ich mich heilen. Ah, und von dieser Seite komme ich an die Raketen ran. Habe ich mich letztes Mal auch gefragt. Hui, das war knapp. War da gerade Schaden? Ach, wahrscheinlich so ein Schuss gerade. So, alle Waffen auf Maximum. Wunderbar. So, ja, hast du die Bombe? Nein, ich habe die Bombe noch nicht. Mann, ist der ungeduldig. Ja, okay, wenn ich so eingesperrt wäre, wäre ich wahrscheinlich auch ungeduldig. Zugegeben. Leben. Nehme ich gerne. Voll geil! Yay! Speichere ich? Ach was. Was soll schon schief gehen beim Aufbomben? Was könnte schief gehen? Ja, habe ich. Holzkohle, Quallensaft und Gummibasis. Dann lass uns beginnen. Zack, zack, zack. Es ist getan. Ich habe die Bombe. Los geht's! Los geht's, sprengen die Tür. Ja, das hatte ich vor. Muss ich noch jetzt eben wieder zurückarbeiten. Ich glaube, man kann hier in den Levels ziemlich viel missbauen. Ach so, keine Animation. Doch, okay. Von innen. Du bist aber kein Mimiga, du bist ein Mensch. Du hast es getan, mein Junge. Ich wusste, du konntest es. Ich wusste, dass du das kannst. Seit ich dich gesehen habe. Übrigens, mein Name ist Kazuma Sakamoto. Du kannst mich Kazuma nennen, das passt schon.
Ich hatte genug Glück, um vom Doktor zu entkommen, aber leider hat mich mein Teleporter hierher geschickt. Ich dachte schon, ich würde verhungern. Ich schulde dir mein Leben. Oh, und übrigens, du kennst nicht zufällig das Megadorf, oder? Su? Doch, ich kenn Su. Ja, und ich hab's sogar getroffen. Und Su hat mich geschickt, um dich zu finden. Okay, na dann. Auf zum Dorf. Hä? Oh, ist das der Doktor? Als Ober? Professor Booster. Du bist sicher? Ja, mehr oder weniger. Und wie geht's zu? Geht's dir gut? Sie ist im Mimiga-Dorf. Und dieser junge Mann da wollte mich gerade dorthin bringen. Was? Kennt ihr euch? Nein, nein, wir haben uns nie getroffen. Wie auch immer, wir müssen uns beeilen, um es zuzufinden. Der Doktor hat angefangen, Mimigas zu sammeln. Und es scheint, als hätte er den Effekt der roten Blumen erkannt. Aber Su will... Werden die roten Blumen sie auch betreffen? Sie ist doch eine... Kazuma, der Doktor hat... Du weißt, was das heißt, oder? Du meinst der Krieg? Hä? Genau. Wir haben keine Wahl jetzt, außer ihn zu stoppen. Stoppen? Aber wie? Ich habe eine Idee. Jetzt lass uns erstmal schnell zu Su gehen und wir reden dann später. Du auch, komm mit. Ah, einfach aus dem Nichts. Oh, volle Raketen. Schön. Und einmal speichern, bitte. Jetzt möchte ich aber gerade noch wissen, ob der Teleporter nicht verfügbar. Schade. Ich glaube, das ist ein guter Moment für einen Folgenschnitt. Bis zum nächsten Mal.